Der nächste Tag. Einem 37-jährigen Mann wurde ein übler Streich gespielt. Dabei sind die Schimpfworte an seinem PKW nur die Spitze des Eisbergs. Hilfe! Da kommt er mal raus! Lass ihn mal stehen, Micha. Ich glaube, da ist irgendwas. Hallo, die Polizei? Micha, guck kurz mal. Irgendwie ist er festgeklebt. Ich mach gerade mal das Auto aus. Oh, festgeklebt. Am Lenkrad wohl und der Fuß, sagt er irgendwie. Er kommt zumindest nicht los. Schmerzen. Ja, Moment mal. Ich kann mich überhaupt nicht bewegen. Ja, wie sind Sie denn hingekommen? Dann? Sehen Sie mein Auto? Ich war Besorgung machen, dann hatte ich das Fenster, weil es ja so warm war, ja, ein bisschen auf. Und als ich wieder kam, war alles beschmiert mit Betrüger, Schäter. Okay. Also ich glaube, Micha und mir ist noch nicht passiert, dass jemand mit einem Fahrzeug, was komplett beschmiert ist, mit Beleidigung und sonst was drauf, vor die Wache gefahren ist. Allerdings, was ich noch krasser fand, ist, dass der Typ bzw. der Fahrer nicht mehr aussteigen konnte, weil er, wie er selbst sagte, wohl festgeklebt ist. Dirk Ahrens holt einen Kollegen aus der kriminaltechnischen Abteilung hinzu. Dieser versucht, den 37-jährigen Grafiker nun vorsichtig mit Hilfe eines Lösungsmittels zu befreien. Wie heißen Sie denn? Mein Name ist Leonard. Leonard Müller, Meier, Schmidt? Nee, Färber. Leonard Färber. Okay. Was ist denn eigentlich hier mit diesen netten Aufschriften hier an Ihrem Fahrzeug? Warum bin ich? Ich war ja auf dem Weg zu Ihnen. Deswegen. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es meine Ex-Frau war. Wir sind seit kurzem erst getrennt. Und es ist eine reine Schlammschlacht. Und sie hat mir vorgeworfen, dass ich irgendwie sie betrogen habe, was überhaupt nicht stimmt. Und die Krönung war einfach nur vor Gericht. Habe ich den Hund zugesprochen bekommen. Und da ist sie total ausgeflippt. Die Motivlage ist eindeutig. Ob sich die Ex-Frau allerdings aus Rache auch strafbar machen würde, bleibt zu ermitteln. Polizeihauptkommissar Michael Weber übernimmt die Vernehmung. Es geht um den Leonard. Ihr mein Ex-Mann. Mhm. Ist die Scheidung schon durch? Oder? Ist durch. Ist durch. Der ist hier vor der Wache erschienen und ich weiß nicht, ob Sie das Auto gerade gesehen haben. Der war am Lenkrad festgeklebt und im kompletten Sitz festgeklebt und die Schuhe auf dem Gaspedal. Jeder, wie es ihm recht geschieht, ne? Ja. Also Sie sind der Meinung, das war alles richtig so? Ich habe damit gar nichts zu tun. Gar nichts? Aber Sie finden es gut? Das hat er verdient. Das kann ich nicht beurteilen. Warum soll er das verdient haben? Also wir haben uns jetzt vor kurzem scheiden lassen. Ja. Und ich bin mir sicher, er hat mich betrogen. Er will es zwar nicht zugeben, aber ich bin mir sehr sicher. Und ich sage Ihnen was. Er hat den schönen Hund bekommen. Gucken Sie sich das mal bitte an. Süß, ja. Warum hat er den Hund bekommen? Kann ich nicht sagen, warum. Aber hat er jetzt. Nee, wir zusammen. Aber er durfte ihn jetzt behalten. Und Sie würden ihn aber gerne wieder haben? Ganz genau. Okay, mit welchen Mitteln versuchen Sie da, den Hund wiederzukriegen? Ich habe keine Mittel. Ich möchte ihn aber gerne wieder haben. Vielleicht haben Sie etwas, wo Sie dem Nachdruck verleihen. Was wollen Sie mir damit sagen? Ja, dass diese Klebeaktion ja einfach auch nur eine Racheaktion sein kann oder ein Druckmittel, sagen immer, wenn du mir den Hund nicht gibst, dann... Haben Sie Kinder? Gemeinsame Kinder? Nee. Nicht. Wenn du mir den Hund nicht zurückgibst, dann... Also hören Sie mal, ich war jetzt gerade bei der Fortbildung zur Hundefriseurin. Ja. Hätte ich keine Zeit gehabt. Wir müssen nicht lauter werden. Wir unterhalten uns ganz normal. Ich stelle nur Fragen. Geht das mit den Händen, Herr Färber, jetzt gut, soweit? Dann tun halt noch weh, ne? Und kleben. Kleben auf jeden Fall und brennt noch, ja. Müssen Sie danach noch mal ins Krankenhaus dann? Was haben die gesagt? Vermutlich schon. Ja, auf jeden Fall, ja. Gut. Ja, müssen wir versuchen, es auch relativ kurz zu halten hier, wenn es geht. Hat sie gestanden. Und wie geht's unserem Opfer? Ja, brennt noch ein bisschen. RTW hat aber schon mal... Okay, die haben wenigstens mal drüber geguckt. Haben sie mal draufgeschmiert, Salbe oder so? Ja, ja. Muss aber nachher noch mal ins Krankenhaus. Deswegen habe ich gesagt, wir beeilen uns hier. Ja. Was hat sie denn gesagt? Ihre Ex-Frau hat ein super Alibi. Die war heute Morgen bei einem Hundefriseur und macht da eine Ausbildung. Aber sie hat mir gesagt, sie hätten da wohl das eine oder andere Geheimnis, was wir ihnen entlocken sollen. Sie wollte uns da nichts sagen. In Bezug auf andere Frauengeschichten. Das wäre auch wohl der Grund gewesen, warum sich ihre Frau von ihnen getrennt hat. Naja, ich habe sie auf jeden Fall nie betrogen. Das ist schon mal Fakt. Das ist für uns eigentlich irrelevant. Es geht nur darum, jetzt einen Täter zu finden, der sie hier im Fahrzeug festgeklebt hat. Oder Sie haben es selbst gemacht. Ich habe es selbst gemacht. Um Aufmerksamkeit zu erringen. Gibt es auch so Leute? Passen Sie auf. Mit den Geheimnissen, so wie es aussieht, habe ich eine Tochter. Ich war damals 17, hatte meine erste Freundin, ein Hübsche.
Wir waren auch glücklich, aber die Eltern von ihr hatten etwas dagegen. Irgendwann sind die dann auch weggezogen. Nie wieder was von ihr gehört. Und jetzt vor kurzem kam ein junges Mädel zu mir und sagte, ich wäre ihr Vater. Sie war sauer, warum ich 20 Jahre lang nichts von mir hören gelassen habe. Wie heißt denn die Tochter, die Dame? Mira Wiedenbrück. Mira Wiedenbrück? Genau. Wir haben einen Vaterschaftstest gemacht, aber ja. Es dauert halt noch, bis das Ergebnis feststeht. Sie wissen auch nicht, wo die wohnt, die Mira? Die Mira wohnt in Bielefeld. Haben Sie ein Geburtsdatum von ihr? Ja, 13.07.2002. Das kann nicht sein, dass die damit irgendwas zu tun hat. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Wir haben uns aber mehrmals getroffen. Sie ist von Bielefeld dann immer nach Köln gekommen. Und am Anfang war sie halt ein bisschen enttäuscht, aber nach den Gesprächen halt. Also Sie haben sie mehrmals getroffen? Ja, auf jeden Fall. Ich guck mal. Ja. Was sagten Sie, Bielefeld? Bielefeld. Die Straße wissen nicht. Nee, das weiß ich leider nicht. Gibt doch gar kein Bielefeld. Bielefeld. Sie sind sicher, dass Sie in Bielefeld? Auf jeden Fall, ja. Also das hat sie mir gesagt. Und sie wird mich nicht anlügen. Ich glaube, ich erweitere mal die Anfrage etwas. Also ich habe eine Mira Wiedenbrück mit dem Geburtsdatum gefunden, allerdings wohnt die in Köln. Ja, auf unserem beschmierten Fahrzeug stand natürlich auch unter anderem Betrüger. Das kann natürlich in zweierlei Hinsicht ein Betrüger sein. Letztendlich kann es im Rahmen der Sexualität sein, dass er quasi seine Ex oder seine Freundin betrogen hat. Es kann natürlich auch einen ganz anderen Hintergrund haben, dass er tatsächlich irgendwie ein Betrüger ist und finanziellen Vorteil irgendwo verschafft hat oder letztendlich auch natürlich vielleicht seine Tochter jahrelang verleumdet hat, dass sie es aussehen lässt, als wäre er ein Betrüger. Da die vermeintliche Tochter nicht in Bielefeld, sondern in Köln lebt, ist die 19-Jährige schnell vor Ort. Begleitet wird die Berufsschülerin von ihrem Freund. Frau Wiedenbrück, es geht um Ihren Vater? Ja. Der ist hier zur Wache gefahren und war im ganzen Fahrzeug angeklebt am Lenkrad und so weiter und hat Sie als seine Tochter angegeben. Ja. Angebliche Tochter. Ich möchte nur wissen, wo Sie heute Morgen waren, weil irgendwie müssen wir einen Täter finden, der ihn im Fahrzeug angeklebt hat. Ach so, ja, ich war heute Morgen noch in der Schule, deswegen. Da könnte ich auch anrufen, nachfragen, dass das auch so ist. Ja, genau. Ja? Ja. Das funktioniert, okay. Ja. Gut. Und in welcher Beziehung stehen Sie zu ihm? Sie haben ihm gesagt, Sie wohnen in Bielefeld? Sie wohnen aber gar nicht in Bielefeld. Nee, das stimmt. In Köln gemeldet. Ich bin nach Köln gezogen, weil meine Mutter ist halt gestorben. Und dann habe ich danach halt erst die Suche zu meinem leiblichen Vater aufgegeben, weil die ganze Zeit wurde gesagt, den gibt's nicht, der ist nicht da, keine Ahnung. Und dann kam das halt irgendwann, dieser Kontakt, dann haben wir uns mal ab und zu getroffen. Und dann haben wir auch einen Vaterschaftstest machen lassen, den habe ich auch dabei. Und da steht auch halt auch drin, dass er wirklich mein Vater ist. Mhm. Aber das würde ich ihm halt gern selber sagen. Das ist okay. Halt und so wie ist die Beziehung? Warum haben Sie ihn dahingehend angelogen, dass Sie gesagt haben, Sie wohnen in Bielefeld und nicht in Köln? Einfach so wegen meiner eigenen Sicherheit noch nicht, dass das heißt direkt, ja, ich wohne direkt in Köln, sondern er soll zuerst wissen, ich wohne noch in Bielefeld, damit diese Distanz noch ein bisschen da ist. Ja, wenn Sie Ihrem Vater das sagen wollen, dann würde ich vorschlagen, das können Sie jetzt, weil wir sind soweit jetzt durch. Ich werde jetzt gleich nochmal Ihr Alibi überprüfen und dann können Sie gerne mal mit Ihrem Vater reden, wenn Sie das möchten. Obwohl die 19-Jährige erst seit wenigen Monaten mit ihrem Freund zusammen ist, will sie ihn als seelische Unterstützung unbedingt dabei haben. Schließlich weiß die Berufsschülerin nicht sicher, ob sich ihr Vater wirklich über das Testergebnis freut. Ich bin dein Vater. Ja. Dann Glückwunsch für nächstes Mal. Also Sie sehen jetzt so aus, als ob Sie davon nichts wussten. Nee, ich wusste davon nichts. Das ist gerade auch ein bisschen. Also hat sie Ihnen das nicht gesagt, oder was? Nee. Was hast du für uns? Wie geht's Ihnen? Naja, tut halt noch weh, klebt noch ein bisschen, aber. Okay. Ja, ich habe ja das Fahrzeug auch vor wertvollen Spuren untersucht und. Natürlich habe ich jede Menge Fingerabdrücke sowohl außen als auch innen gefunden. Was allerdings interessant war, ich habe auch einen Fingerabdruck in Kleberückständen gefunden. Also anscheinend ist der Kleber irgendwie ans Fahrzeug gekommen und dann ist eine Person an diesen Kleber gekommen. Wenn das nicht der Herr war, liegt der Verdacht nahe, dass die Person, die also den Kleber aufgetragen hat, versehentlich anscheinend da dran gekommen ist. Ich habe den Fingerabdruck mal direkt jetzt eingegeben im System, der läuft durch. Unsere vermeintliche Tochter, die Mira, die hatte ja ihren Freund mit auf die Wache gebracht. Und nachdem sie dann im Büro ihrem Vater eröffnet hatte, dass der Vaterschaftstest dahingehend positiv war, dass er tatsächlich ihr Vater ist,
waren die beiden zumindest mal augenscheinlich relativ glücklich. Allerdings, unser Freund hat das Ganze wohl ganz anders gesehen. Was ist denn mit Ihrem T-Shirt hier? Wo meinen Sie? Das ist doch zusammengeklebt hier, ne? So, ja, ich glaube, das war ein Wäscheunfall. Nee, gehen Sie mal mit den Fingern da weg. Gehen Sie mal mit. Zieh mal runter hier. Nee, das ist Kleber, ist das. Wo waren Sie denn am Morgen? Ich war zu Hause. Allein? Gelernt für die Uni. Mhm. Gelernt. Wusstest du davon irgendwas? Kann das jemand betreuen? Wusste ich auch nicht. Wie lange kennen Sie denn das? Jemand? Ja, wir sind jetzt gut 3 Monate zusammen. Mhm. 3 Monate. Gut. Also wenn ich hier aktiv werden soll, sagt er mir. Ja. Hey, also, okay. Ich schicke dir den Jungen gleich rüber, ja. Dann kann er das T-Shirt da drüben ausgeben, dann können wir da mal das T-Shirt nach Kleberesten untersuchen. Was sagen? Auf jeden Fall den Fingerabdruck. Ja, was sagen Sie denn dazu? Ich meine, das ist ja schon ein bisschen auffällig. Sie haben da Kleber dran. Ja, mein Gott, woher soll ich denn wissen, dass es dein Vater ist? Ey? Ja, mein Gott, warum woher soll ich das denn wissen? Ja. Könnte ich nicht ahnen. Weil, ja, was hast du denn gedacht? Was hast du denn gedacht, wer ich bin? Ja, dass irgendwie eine Affäre, dass da was läuft, meine Güte, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber kann ich ja nicht ahnen. Also. Was haben Sie denn heute so gemacht? Außergelernt. Ja, würde ich auch mal gern wissen. Jetzt hören Sie auf, also dämlich zu grinsen. Ey. Was ist jetzt hier Masse? Also ich hab beobachtet, wie dort etwas lief quasi, also wie da eine Interaktion stattfand die letzten paar Wochen. Eine und ich Interaktion? Ich konnte das nicht genau zuordnen, ne? Und hab dann natürlich, das Auto war ja relativ auffällig, ne? Sieht man nicht so häufig, hab das auch relativ zügig ausfindig machen können und wollte halt so einen kleinen Denkzettel dem lieben Herrn. Ihr Schwiegervater quasi. Quasi jetzt mein Schwiegervater. Also das ist sehr dumm gelaufen. Ist er noch ganz gut da oben, oder? Die Idee war alles andere als gut von ihm. Ja? Auch wenn er zunächst wohl davon ausging, dass möglicherweise die Mira ein sexuelles Verhältnis mit ihrem Vater hatte, was er zu diesem Zeitpunkt nicht wusste und eifersüchtig war, ist es natürlich noch lang kein Grund, beziehungsweise auch saugefährlich, das Fahrzeug mit Kleber dahingehend zu manipulieren, dass er im Prinzip am Lenkrad hängen bleibt, festgeklebt ist, der Fuß noch festgeklebt ist und auch die ganzen Klamotten am Sitz festgeklebt sind. Also das ist kein Kavaliersdelikt und da würde er sich auch mit einem ordentlichen Brett für verantworten können. Der 21-Jährige erhält eine Anzeige wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung. Die Berufsschülerin hat sich noch am selben Tag von ihrem eifersüchtigen Freund getrennt und holt mit ihrem Vater jetzt die verpassten Jahre nach.